Sie schlug ein Treffen direkt danach bei ihr zu Hause vor. Da trafen wir uns. Es lief absolut nicht gut. Leute, was geht denn ab? Wow, das war schon immer so... Oh, Scheiße. Das war schon immer mal so ein Traum von mir, quasi mit so einem Ding. Ja. Ich habe das Longboard letztens von meinem Netzwerk geschenkt bekommen und irgendwie, ich kann einfach gar nicht Longboard fahren. Ich bin der einzige YouTuber, der das gar nicht kann. Wie du auch sei, heute, wie man im Titel sehen kann, geht es um lustige Date-Story. Und ich muss ehrlich sagen, das ist so ein bisschen wie mein Format peinliche Geschichten. Es geht also um Stories, die Menschen echt erlebt haben und zwar speziell auf Dates zugeschnitzt. Und ich habe die Geschichten durchgelesen und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da mache ich ein ganzes Format raus, weil ich selbst... Ich hatte das schlimmste Date aller Zeiten überhaupt und es war einfach so schlimm. Irgendwann werde ich euch davon erzählen. Das ist aber einfach noch gar nicht lange her, deswegen kann ich das jetzt nicht momentan schon machen. Aber ich werde euch das demnächst mal erzählen. In der dritten, vierten, fünften Folge oder so werde ich euch die Geschichte erzählen. Jetzt kommen auf jeden Fall drei Stories von Leuten, die ganz verrückte und schlechte Dates erlebt haben. Und viel Spaß damit. Achso, ich muss sie natürlich jetzt wieder vorlesen, weil ich die nicht auswendig kann. Denn das nächste Mal lerne ich die auswendig, die Geschichte. Die Geschichte ist jetzt von weiblich24. Hey, ein lustiges Date fällt mir da sehr spontan ein. Vor etwa 2 Monaten habe ich mich mit jemandem getroffen, den ich auf einem Internet-Flirtportal kennengelernt habe. Der Typ sah auf den Bildern immer ganz süß aus, aber auch gut gebaut und sehr sportlich. Er hat immer sehr romantische Dinge geschrieben und mir versprochen, dass es ein tolles Date für mich werden würde. Das ist ja schon mal sehr schön. Nun ja, relativ motiviert bin ich dann am besagten Tag in die Stadt gefahren, um mich mit ihm zu treffen. Mit der Erwartungshaltung, ich würde vielleicht endlich meine große Liebe fürs Leben treffen. Aber dann das... Als er auf mich zukam, wusste ich schon, dass es auch direkt das letzte Date mit ihm sein würde. Denn das, was er mir verschwiegen hatte, er war super klein, gerade mal 1,50 groß. Und ich mit meinen 1,77 habe dann natürlich überhaupt nicht zu ihm gepasst. Wir haben uns dann doch noch einen schönen Nachmittag gemacht, aber ich habe ihm auch deutlich zu verstehen gegeben, dass das dann so doch eher ganz und gar nicht passt. Oh Mann. Ich meine, stellt euch vor, ihr seid auf einem Date und dann ist einfach euer Datepartner einfach viel, viel, viel zu klein oder viel, viel, viel zu groß. Ich meine, ich als Junge würde mich nie mit einem Mädchen verabreden, das größer ist als ich selbst. Ganz einfach, weil es echt komisch ist. Gerade wenn Mädchen dann gerne mal irgendwie hohe Schuhe oder so tragen und man dann plötzlich so zu den Mädchen hochgucken muss, ist es schon eher unangenehm. Deswegen, ich kann es verstehen auf jeden Fall, das hätte nicht ganz gepasst wahrscheinlich. Andererseits, ne, wo die Liebe hinfällt, manchmal passt es dann doch. So, die nächste Geschichte ist von weiblich26, ein bisschen kompakter. Ich habe mich mit einem Mann, der mir sehr sympathisch war, dessen Bilder ich gesehen hatte und mit dem ich etliche Mails ausgetauscht habe, in einem Hotelzimmer, in Klammern 2 Einzelzimmer getroffen, auf halber Strecke, er wohnte weiter weg. Schon bei der Begrüßung wusste ich, das wird nichts. Es ist schon so hart. Bei der Begrüßung, das wird nichts. Er hatte schlank angegeben, so sah er auf den Ganzkörperfotos aus. Er war aber deutlich übergewichtig. Das Abendessen war sehr nett, aber er aß und aß. Auch beim Frühstück hielt er sich nicht zurück. Salami, Würstchen, Käse. Und dann beim Bezahlen an der Rezeption, seine Antwort auf die Frage, hatten Sie auch etwas aus der Minibar? Ja, ein Bier, einmal Chips, einmal Erdnüsse. Okay, das ist auch so ein richtiges Desaster, in das man reintapsen kann. Wenn man solche Internet-Dates macht, man kann sich einfach nie darauf verlassen, dass die Leute so aussehen wie auf den Fotos oder wie sie sich selbst beschreiben. Wir kommen zur letzten Story und das ist jetzt eine Creepy-Story. Die hätte auch genauso Jero einfach vorlesen können in seinem Paranormal-Format. Ich lese sie mal mit einer spannenden Musik im Hintergrund vor. Die Geschichte ist von männlich, 38. Ich hatte 2008 ein Date durch eine Zeitungsanzeige. Wir telefonierten. Sie schlug ein Treffen direkt danach bei ihr zu Hause vor. Da trafen wir uns. Es lief absolut nicht gut. Ich war sehr aufgeregt. Und wir drifteten auf schlimme Themen ab, unter anderem auf Todesahnungen. Warum? Ohne konkreten Bezug. Ab 21.30 Uhr wurde ich ruhiger. Ich sagte ihr das auch. Der Abend verlief dann doch besser. Um 24 Uhr war ich wieder zu Hause. Mehrere Anrufe auf meinem Anrufbeantworter. Mein Vater war um 21.20 Uhr gestorben. Ohne akute, schwere Erkrankung. Ich meine, im Endeffekt, das ist keine Story, über die man lachen kann oder sonst irgendwas. Das tut mir an der Stelle auch sehr leid. Sowas ist sicherlich ein sehr, sehr schwerer Tiefschlag. Das Ding ist aber, es ist wirklich sehr gruselig. Gerade weil er ja auch geschrieben hat, dass er um 21.30 Uhr plötzlich ruhiger wurde und genau das war noch 10 Minuten, nachdem sein Vater gestorben war und vorher halt über die Todesahnungen so reden. Das ist, also ich würde echt so an seiner Stelle mich auf jeden Fall nochmal mit dieser Person treffen wollen, weil irgendwas, da muss es irgendeine Verbindung oder irgendwas geben. Ohne Scheiß, mir würde es einfach keine Ruhe mehr lassen. So, jetzt hat man irgendwie so einen Downer am Ende gehabt, so die Stimmung ist voll runtergegangen. Am Anfang so ein witziges Video, jetzt ist die Stimmung so voll runtergegangen. Leute, ich mache nochmal gute Musik hier rein, versuchen wir jetzt mal wieder gute Stimmung hinzukriegen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und diese Date-Stories, dass euch das irgendwie, keine Ahnung, gefällt. Erstens dürft ihr mir gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon mal verrückte oder schlimme Dates hattet oder irgendwas, kommt dann in mein nächstes Video rein. So ein bisschen wie die peinlichen Geschichten. Und auf der anderen Seite dürft ihr gerne schreiben, wie euch das Video gefallen hat und ja, das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich da Bescheid. Ich kann an der Stelle sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt kommen noch ein paar coole Longboard-Tricks. Leute, vielleicht mache ich jetzt auch einfach mal dieses Jahr bei der Longboard-Tour mit. Scheiße. Okay, Leute. Okay, Leute. Ich krieg's gerade gar nicht hin. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das Longboard rollt dahin. Bis dann. Ciao.